erstmal das Piercing richten. So, jetzt aber. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Vlogs. In meinem Vlog zeige ich euch Ausschnitte aus meinem Leben. Heute fahren Tuba und ich für eine Woche nach Hamburg für Dreharbeiten. Wenn ihr neugierig geworden seid, dann bleibt natürlich dran und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Wir sind gerade in unserem Apartment angekommen und ich muss euch unbedingt zeigen, wie das hier aussieht. Wir werden jetzt für eine Woche hier wohnen und ich glaube, wir werden eine gute Zeit haben. Wir zeigen euch jetzt mal das Apartment. Hier geht es rein. Tuba hat schon die Tür aufgemacht. Hier sind wir im Flur. Hier ist das Badezimmer. Hinter dieser Tür befindet sich noch eine Dusche mit einem Duschstuhl natürlich, damit ich auch schön duschen kann. Dann geht es hier rein zu dem großen Schlafzimmer. Da ist das gemütliche Bett. Da ist die Aussicht. Und hier ist eine Tür, die man auf und zu machen kann und landet im Wohnzimmer mit einem Esstisch, mit der Küche drin, wo Tuba und ich dann schön kochen können. Und hier ist noch ein kleines Bett, wo eigentlich Tuba drin schläft. Aber da Tuba wie ein Seestern immer schläft, habe ich gesagt, sie soll das große Bett nehmen und ich nehme das kleine. Dafür habe ich den Blick auf die Elbe, Freunde. Ist das nicht krass? Boah, wir freuen uns so. Wir packen jetzt mal unsere Koffer aus. Ab morgen geht es los. Also wie gesagt, es sind Dreharbeiten. Wir werden morgen um 10 Uhr abgeholt. Dann beginnt unser Tag. Dann verabschieden wir uns jetzt erstmal aus unserem obergeilen Apartment. Bis gleich oder bis morgen. Hallo Leute, Tuba und ich haben uns ausgebreitet im Apartment und jetzt ziehen wir so ein bisschen durch die Stadt, gucken uns Hamburg an. Wir waren schon am Hafen und jetzt sind wir am Dom angekommen. Das sieht echt schön aus mit den Lichtern. Wir zeigen euch das jetzt mal. Tuba macht jetzt Dosenwerfen. Hallo ihr Lieben, Tuba und ich befinden uns schon im Auto. Wir sind gerade auf dem Weg zum Drehort. Ich bin schon ganz schön nervös und bin gespannt, was mich heute so erwartet. Wie ihr seht, bin ich noch ungeschminkt. Ich gehe gleich erstmal in die Maske und dann bekomme ich mein Kostüm. Und dann geht es wohl los. Ich bin echt schon ein bisschen neugierig und aufgeregt und ja, let the games begin. So, liebe Leute, ich bin gerade am Drehort angekommen. Ich habe meine Dispo bekommen und meine Kleidung steht auch schon fest. Ich werde mich jetzt umziehen und dann geht es schon mit den ersten Szenen los. Wir machen vorerst ein paar Bilder, hängen sie in meiner Wohnung dann quasi auf und ja, jetzt geht's los. So, ihr Lieben, ich habe schon mal meine Kleidung anbekommen. Das ist die Hose von Cora. Das ist das eventuell ein Oberteil von Cora. Ich esse jetzt noch ganz schnell ein Brötchen, weil ich heute noch nicht gefrühstückt habe. Ich bin so aufgeregt, Leute, ne? Da kommt Tuba mit ihrem Brötchen. Hallo! Guten Hunger! Danke.
eine Probe jetzt. Und ihr seid jetzt live dabei. Einfach nur so an meiner Schulter und dann tanzen wir hier so. Ja, kann man. Ja, geht das? So? Ja. Oder mit dir oder zu dir, weißt du so, genau. Schachwecker drin, ne? Ja. Okay. Mit dir viel Spaß mit tanzen. Ja, gleichfalls. Gleich haben wir es geschafft, Leute. Nicht mehr lange. So, jetzt aber können wir. Jetzt. Pass. Perfekt. Danke. So, hoffentlich drehen wir jetzt die letzte Einstellung. Das Wetter ist uns etwas in die Quere gekommen. Vorsicht, Stuhl! Ja. Jetzt hätte ich fast das Set hier noch kaputt gefahren. So. Ah ne, ich bin in der Mitte, ne? Ich weiß es nicht. Am Anfang bin ich in der Mitte. Das weißt du am besten. Guck mal, Leute, das ist die liebe Nicole. Nicole verpflegt mich hier sehr gut. Und du auch. Komm, du auch einmal Hallo sagen. Hallo. Hallo. Sie und sie sind den ganzen Tag bei mir und halten mir den Regenschirm, machen mir Wärmflaschen, geben mir eine warme Jacke. Das sind echt tolle Menschen hier. Schönen guten Morgen. Der zweite Drehtag beginnt heute. Wir sind noch sehr müde. Wir haben 7.20 Uhr gerade. Der Fahrer wartet jetzt schon unten. Ich werde während der Autofahrt noch ein bisschen Text lernen. Dann geht es los. Wir befinden uns jetzt am Drehort. Das ist eine Altbauwohnung, die barrierefrei ist. Das feiere ich gerade ziemlich hart. Ich habe nämlich noch keine Altbauwohnung gesehen, die barrierefrei ist. Es ist wunderschön und vor allem, es ist schön warm. Wir haben ja an dem einen Drehtag uns echt alles abgefroren. Wir sind nass geworden und es war ja auch direkt am Hafen. Das heißt, es war auch windig. Ich bin zum Glück nicht krank geworden. Toi, toi, toi. Jetzt drehen wir aber schön im Warmen. Die Nicole kommt gleich, um mich zu schminken. Mal sehen, was der Tag heute alles so bringt. So, liebe Leute, die Cora Liberti ist fertig. Ich bin jetzt in meinem Kostüm und die Maske ist auch schon fertig. Und da draußen wartet schon das Polizeiauto. Seht ihr das? Ich bekomme nämlich gleich Besuch von der Polizei. Cora bekommt vielleicht ein bisschen Ärger, aber die ganze Story werdet ihr erst 2019 im Februar sehen können. Also gibt es eine sehr, sehr lange Vordrehzeit, sag ich mal. Ich glaube, ich gehe dann jetzt mal ans Set und nehme euch mit. So, das hier ist der Flur. Hier links ist die Eingangstür. Oh. Oh. Ja, da ist eine Leiter. Da komme ich gar nicht vorbei. Vielen Dank. Hier spielt jemand Gitarre. So, das ist das Wohnzimmer. Es steht noch keine einzige Kamera, weil wir werden draußen drehen. Hier ist eine kleine Schwelle. Ich weiß nicht, ob ich da drüber fahren sollte. Ach, ich komme außen rum. Okay. Wir haben leider nichts, wo du rüber baggern kannst. Alles klar. Guck mal, hier ist ein Foto von meiner Freundin, mit der ich zusammen wohne hier. Boah, das geht hier einfach weiter. Margret und Giacomo. Und da hinten gibt es auch ein Foto. Und da ist die Margret. Hallo. Bitte. Sie kommen nochmal wegen unserer Demo heute Morgen? Es geht um mehr. Professor Richter hat einen schweren Auto. Ah, darf ich vorstellen? Meine Mitbewohnerin Emilia Salver. Vielen Dank. So, der letzte Drehtag beginnt jetzt gleich. Ich sitze wieder im Auto. Es gibt jetzt noch einen kleinen Außendreh für mich und dann geht's wieder ins Studio Hamburg. We'll be right back.
Leute, mein letzter Tag in Hamburg. Heute ist der Abreisetag. Ich bin ein bisschen wehmütig. Ich freue mich irgendwie nach Hause zu kommen und gleichzeitig bin ich traurig, diese schöne Stadt zu verlassen. Das Drehteam war grandios. Es hat mir riesengroßen Spaß gemacht, diese Erfahrungen mitzunehmen. Das war meine erste Kameraerfahrung mit einer Rolle im Fernsehen. Es ist leider noch nicht selbstverständlich, dass Schauspielerinnen und Schauspieler mit Behinderung im Fernsehen Rollen angeboten bekommen. Umso mehr möchte ich meine Dankbarkeit hier betonen. Dieser Dreh hat mir unfassbar viel bedeutet. Oh, jetzt heule ich schon fast. Lalala. Ich hoffe, dass diese Folge dieser Serie ein Vorbild sein wird für die Zukunft, dass Schauspielerinnen mit Behinderungen mehr gesehen werden sollten und mehr eingesetzt werden sollten. Vielen Dank nochmal. So, und wenn ihr Zuschauer noch Fragen habt zu dem ganzen Dreh, stellt sie mir sehr gerne. Ich werde versuchen, alle Fragen zu beantworten. Ich würde sagen, bis zur nächsten Folge meines Vlogs, ihr Lieben. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen oben, kommentiert fleißig die Folge mit euren Fragen oder mit euren Anregungen. Abonniert den Kanal der Aktion Mensch, damit ihr keine weitere Folge mehr verpasst. Und schaltet das Glöckchen auf ein, damit ihr eine Benachrichtigung darüber bekommt, wann ich mein nächstes Video online stelle. Und bevor ich hier wegfliege, sage ich mal Tschüss und wir sehen uns in Bochum wieder.